Die Deutsche Bahn hat seit ein paar Jahren Konkurrenz auf der Schiene, und zwar von Flixtrain. Seit 2017 betreibt Flixbus nämlich auch Züge. Heute fahren wir von Köln nach Hamburg mit dem Flixtrain und vergleichen ihn anschließend mit der Deutschen Bahn auf dem Rückweg. Los geht's! Der auffällige Flixtrain sticht sofort mit seinem leuchtenden Hellgrün ins Auge. Doch schnell wird klar, dass es sich nicht um neue Wagen handelt, sondern um umgestaltete Altwagen der Deutschen Bahn. Für Eisenbahnfans sind die charakteristischen Drehfalltüren ein Highlight, für die meisten anderen eher nicht. Die Wagen sind als Großraumwagen konzipiert, wobei der mittlere Wagen rollstuhlgerecht ist. Die Sitzplatzreservierung ist nicht immer kostenfrei. Du erhältst bei deiner Buchung einen Sitzplatz zugewiesen. Solltest du aber einen speziellen Platz haben wollen, so kostet dieses. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Ausstattung. Jeder Sitzplatz hat eine Steckdose, die man sich mit dem Sitznachbarn teilt, und es gibt einen Tisch. Bei den Zweiersitzen ist er ausklappbar, bei den Vierersitzen etwas größer. Das war's auch schon mit der Ausstattung. Was den Sitzkomfort angeht, die Sitze sind okay, aber nicht verstellbar und ohne Fußstützen oder Kopfstützen. Es gibt immerhin eine Armlehne. Das größte Problem ist jedoch die Belüftung. Die Fenster lassen sich nur einen kleinen Spalt öffnen, was an heißen Tagen zu einem großen Nachteil wird. Wenn der Zug steht, kann es schnell sehr warm werden, da die natürliche Belüftung fehlt. Solange der Zug fährt und die Fenster geöffnet sind, sorgt der Fahrtwind für Abkühlung. Aber das bringt auch viel Lärm mit sich, vor allem bei hohen Geschwindigkeiten. Zugeigenes Internet ist zwar vorhanden, aber nicht besonders schnell. Trotzdem ist es lobenswert, dass es überhaupt vorhanden ist. Mit der Deutschen Bahn zurück nach Köln, jetzt vergleichen wir auch die Preise. Flixtrain ist deutlich günstiger. Ein Ticket von Köln nach Hamburg kostet etwa 17 Euro, während die Deutsche Bahn rund 50 Euro verlangt. Nach Köln kostet es bei Flixtrain 40 Euro, bei der Deutschen Bahn etwa 100 Euro. Bucht man einen Tag im Voraus, wird die Deutsche Bahn etwa 15% billiger. Mit der Bahncard 25, die jährlich 60 Euro in der zweiten Klasse kostet, kann man weitere 25% sparen. Die Deutsche Bahn bietet mehr Fahrten an und je nach Verfügbarkeit unterschiedliche Preise. Bei Flixtrain ist eine Sitzplatzreservierung inklusive, bei der Deutschen Bahn kostet sie extra. Flixtrain ermöglicht eine Umbuchung bis zu 15 Minuten vor Abfahrt, während die Stornierung bei der Deutschen Bahn unterschiedlich gehandhabt wird. Je nachdem, welchen Tarif du genau gebucht hast, ein Video zu dem Thema packe ich ans Ende dieses Videos. Flixtrain erhebt Aufpreise für bestimmte Sitzplatzwünsche und zusätzliches Gepäck, das jedoch selten kontrolliert wird. Die Deutsche Bahn bietet kostenpflichtige Zusätze wie Sitzplatzreservierungen und ein Bordbistro. Die Preise und Zusatzleistungen können sich jederzeit ändern. Der ICE beeindruckt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 330 km in der Stunde. Die Sitze sind verstellbar und bieten mehr Komfort. Jeder Sitz hat eine Steckdose und es gibt eine Klimaanlage, die für angenehme Temperaturen sorgt. Bildschirme zeigen Fahrinformationen an und im Bordrestaurant gibt es Essen und Getränke. Es war im Ansatz vermutlich nicht klug, Flixtrain mit einem Intercity Express zu vergleichen. Besser wäre es gewesen, einen Intercity aus der Deutschen Bahn Flotte für den Vergleich zu nutzen. Wie du günstig Intercity Express Tickets buchst, erkläre ich dir in dem folgenden Video.